Herzlich willkommen zu Folge 16. Ich bin's wieder, dein Simon. Es freut mich, dass du da bist. Wir haben Trainingszelt. Wir haben unser Heldenzelt. Wir können rasten. Wir haben 65 Tage Versorgung. Was wir nicht haben, ist ein Markt. Wenn ich das richtig sehe. Wir leveln erstmal. Tatsächlich. Na, Irsa ist die. War die Frau. Von Bersi, glaube ich, hieß der Wal. Genau, hier ist Bersi. Das ist gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal mehr Leute, die kämpfen können. Unulf hat minus 6 Stärkepunkte. Er hat halt immer noch 10. Das ist schon nicht gut. Unsere Fähigkeit wird verbessert. Feier nochmal die Fähigkeit. Schmerzbringer. Normaler Rüstungseingriff ist 4. Ich hätte diese Fähigkeit viel häufiger nehmen müssen, glaube ich. Die wird sehr wichtig. Wir haben jetzt 5 und dann 2 auf Vergeltung. Das machen wir jetzt. Also ich glaube, ich werde Anstrengung mitnehmen. Anstrengung mitnehmen. Und ich glaube, Rüstung. Der Punkt ist halt, sie können auch einfach wie bei den anderen beiden uns hart das Stärkepunkte runterkloppen. Ich glaube, ich nehme diesmal Rüstung. Ist jetzt schwerer Schlag. Schwerer Schlag. Ja, der Charakter schlägt so hart zu, dass ein Stärkeangriff dem Ziel benachbarte Gegner einen Punkt Stärkeschaden durch die Schockwelle erleidet. Auch hier gehen wir Rüstung wegmachen. Hier haben wir schon 2 Punkte. Ab ihm geht man ein bisschen Rüstung. Es wäre natürlich auch mächtig, zumindest in einigen Situationen sehr mächtig. Das Problem ist nur, in einem langen Kampf ist, glaube ich, das hier wichtiger. Sorry, das war mein Handy. Erledigen wir das so. Hier brauchen wir 2 Gegner. 2 Gegner. 1 Gegner. Also ich glaube, Harkon können wir bald wieder leveln. 2. Wir haben auf jeden Fall eine Fernkämpferin. 18, 5, 2. Hier haben wir 9, 12, 4, 1, 1. Dann würde ich sogar eher ihn kämpfen lassen. Aktuell wird man natürlich noch jemanden hier rausnehmen.
Okay, wir können jetzt mit Percy und mit Irsa sprechen. Na, fang mit Irsa an. Irsa, nicht wahr? Sie sieht dir erhobenen Hauptes entgegen und deutet mit dem Daumen auf Ludens Zelt. Nein, ich bin deinetwegen hier. Ach. Können wir reden? Irsa schüttelt lachend den Kopf, Augen halb geschlossen. Warum nicht? Das mache ich nicht. Diese paar Widerworte machen dir zweierlei klar. Sie hat eine schöne Obsidian-Stimme. Und dieses Unterfangen könnte die reinste Zeitverschwendung sein. Sie sieht dich erwartungsvoll an. Warum möchtest du den Flammenpfeil? Sie hebt eine Augenbraue. Wahl und Feuer vertragen sich nicht. Endes nur in Achselzucken. Wenn du sie einsetzen willst. Sie zieht einen Pfeil und macht eine schnelle Handbewegung, die du nicht richtig mitkriegst. Plötzlich geht hinter dir im Baum ein Vogel in Flammen auf und fällt schwelend zu Boden. Salbe lagert sie zu. Sag mir nicht, dass ich das nicht tun soll. Du bist Ludins Leibwache? Nein, er ist meine. Ehe du verwirrt sein kannst, fängt sie abrupt und laut an zu kichern. Dann sieht sie leicht beschämt rein. Aber du bist doch seine persönliche Wache. Ihr Ausdruck sagt jetzt natürlich, das war auch wirklich nicht... Ja. Wie bist du an jemanden wie du Ludin geraten? Mit Glück. Du redest nicht? Nein. Aber doch jetzt gerade. Ich nicht. Ja gut, das war... Hätte ich mir sparen können. War mir ein Vergnügen. Sie verschränkt die Arme, ein Hand am Kinn und legt den Kopf schief. Bis zum nächsten Mal, Risa. Argon, stell's an, blickst über die Schulter. Bin eine Hexe, also sieh dich vor. Sie legt den Finger auf die Lippen und macht leise Psst. Du gehst, ohne zu wissen, was du davon halten sollst. Ja, bitte. Lass uns erstmal nicht verrückt machen und reden mit Percy. Hast du einen Augenblick Zeit? Als du dich Percy näherst, lässt er das Buch sinken, in dem er gelesen hat. Eigentlich kommt er dir nicht wie eine Leserate vor. Du bist Percy. Du bist Sargon. Das hätten wir geklärt. Wie? Ich hätte ein paar Fragen. Sag, was du zu sagen hast. Das sind so komische Fragen. Also Eisbrecher hat er nicht wirklich drauf. Was macht einen vielleicht das hier? Wo hast du kämpfen gelernt? Genau wie du beim Kämpfen. Du weißt, was ich meine. Ich habe mein Leben lang gut geschützte Kaufleute ausgeraubt. Meinst du das? Ja, und jetzt nicht mehr? Ich habe schon viele Berufe gehabt. Was macht ein Wal, der für Ludin arbeitet? Was macht ein Wal für einen anderen Wal? Welchen Unterschied macht das? Sieht aus, als wärst du jetzt zuständig, also tu mir den Gefallen und lass nicht zu, dass Ludin stirbt. Er ist dir wichtig? Nein, das ist nur eine Redewendung. Kann ich dir trauen? Ich glaube nicht, dass wir dann irgendeine produktive Antwort darauf bekommen. Ich will dich nicht länger aufhalten. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. O Oberhaupt der Wahl. Könntest du uns stoßen? Bin da, wo ich sein will. Vergiss nicht, was ich sagte, darüber auf Ludin aufzupassen. Verstanden? Wenn du weg ist, fragst du dich, ob in der harschen Forderung nicht eine Drohung lag.
Moment, schauen wir mal. Wir haben hier die nicht verletzt sind. Werden auf jeden Fall mal rasten. Wir rasten zweimal. Bin ich zu viel rasten? Ich meine, sind die Mali schon mal weniger schlimm? Und dann ziehen wir weiter, würde ich behaupten. Moral fällt. Während du mit den Kriegern marschierst, hörst du ein Gespräch mit an. Natürlich zerstampfe ich gerne Schlacken. Jeder Wal tut das, aber ich habe mich nicht eingeschrieben, um mir von Hagorn befehlen zu lassen, sagt einer. Anscheinend entgeht ihm, dass du in Hörweite bist. Sterben will ich auch nicht für ihn. Nee, ich glaube auch nicht. Ich meine, wir müssen uns ja quasi erstmal beweisen, denke ich, so in dieser Konstellation. Das möchte ich eigentlich nicht durch Gewalt tun untereinander, sondern durch Taten im Idealfall. Wir machen das mal diskret. Weiß nicht, ob Wogner das gerne gehört hätte. Voll zu laut, also nicht so diskret. Der Wal zuckt zusammen, du gehst an ihm vorbei, ohne in seine Richtung zu blicken. In einigem Abstand hörst du, wie seine Freunde über sein Missgeschick lachen. Eine kleine Ansammlung von Zelten kommt in sich. Kaufleute, wie es aussieht. Du fragst, was sie hier machen. Wir hatten beim Götterstein das Lager aufgeschlagen, sagt dir einer. Und Drängir ein Opfer gebracht, wie es der Brauch will. Sein Ausdruck verfinstert sich, dann taucht Wüter aus dem Nichts auf. Einige von uns blieben dort, sie dachten, der Götterstein schützt sie, weiß der Kuckuck. Warum? Seitdem weichen wir den Brütern aus. Handeln ist, glaube ich, nicht verkehrt. Zumindest mal anschauen. Versichern, dass der Weg nach Strand frei ist und sie verabschieden. Ich meine, wir haben die eine Gruppe besiegt. Das heißt ja aber nicht, dass keine anderen mehr kommen. Wir fragen mal nach dem Handeln. Nicht viel, gibt er zurück. Alles, was wertvoll war, ist beim Götterstein geblieben. So viele Wale habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Sieh dir aus, um gegen diese Wüter zu kämpfen. Du nickst. Wir können ein paar Vorräte entbehren, wenn ihr sie braucht. Sie sagen ja, wir könnten ein paar Vorräte entbehren. Also ich denke mal nicht, dass sie uns mehr Vorräte geben, als dass sie abgeben können. Auch wenn wir noch viele haben, wer weiß, was kommt. Wir nehmen sie, wie viel? Ihr bekommt sie umsonst. Eine freie Straße ist schon mehr, als wir verlangen konnten, könnten. Eine Bitte habe ich jedoch. Der Bruder meiner Frau ist beim Götterstein geblieben. Ihr kennt ihn an der Halskette mit dem goldenen Ring. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, dass wir sicher im Strand sind. Du sagst zu und die Kaufleute ziehen weiter. Bin mal gespannt. 4 Tage haben wir bekommen. Moral fällt. Können wir jederzeit ein Lager machen? Die Karawane wird plötzlich langsamer. Die Neuigkeiten gehen von vorne nach hinten durch und Mogrit informiert dich. Die Wüter wissen, dass wir kommen. Vermutlich haben sie uns in Winterfell
gesehen und uns dann aufgelauert. Gut, dass wir sie bemerkt haben, sonst hätte das ins Auge gehen können. Also war wahrscheinlich gut, dass wir die Gruppe doch angegriffen haben. Auch wenn es das viel gekostet hat. Die Wüter beobachten euch und warten ab, was ihr unternehmt. Wann hast du zuletzt ein paar hundert befehligt, Tarkon? Fragt Mokra. Denkt nicht zu viel drüber nach, die Krieger können auf sich selbst aufpassen. Krieg. Wenn du mehr Feinden begegnest, als dein Trupp verkraften kann, bricht ein Krieg aus. Erteile deinen Armeen sprechende Befehle, aber sei darauf gefasst, dich auch selbst ins Geschehen zu werfen. Wenn du dir den Kampf einfach machen willst, hast du mehr Verluste. Wenn du einen schwierigeren Kampf auf dich nimmst, rettest du mehr Leben. Solltest du hoffnungslos in der Unterzahl sein, ist Flucht vielleicht die beste Möglichkeit. Okay. Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern. Mit gezogenen Waffen, ein Kampf scheint unausweichlich. Rasch überschlägst du, wie viele es sind. Offenbar nicht weniger als 606. Du verfügst über 185 Kämpfer und 466 Wale. Wenn ich jetzt hier drauf... Kann ich jetzt nicht, ne? Aber können wir theoretisch immer ein Lager aufmachen? Verdammt, ich hätte vielleicht doch ruhen sollen. Naja. Wir werden in der nächsten Folge sehen, was uns erwartet. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.